Ein Tag im Leben eines Daniels beginnt in der Regel damit, dass er nach einer durchzechten, voll Alkohol getränkten Party irgendwo in einem gottverlassenen Schloss aufwacht und mit einem heftigen Kater versucht herauszufinden, wohin es ihn dieses Mal verschlagen hat. Schlimm. Klingt jetzt für mich nicht wirklich wie eine Stadt, dieses London. Vor allem, weil es sich reimt. Die Silben reiben sich. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass es echt ist, aber... Um den Kater loszuwerden, versucht Daniel es dann erstmal mit Gehirnjogging. Z drauf, Z wie Zorro. Oder Z wie Zumpeliese, Z wie... zieh dich aus. Ich bin ideenlos. Okay. Leider hilft das nicht dabei, den Kater wirklich auch körperlich loszuwerden. Naja, geistig wird's jetzt auch nicht unbedingt besser, vor allem wenn man den Schlüssel nicht vor lauter Inventargegenständen sieht. Oh, hatte ich Angst, dass ich jetzt hier einen neuen Schlüssel suchen muss und ich keine Ahnung habe, wo der ist. Habe ich irgendwas im Inventar? Und wo wir gerade von Alzheimer reden, Daniels Schwiegermutter ist bereits auf dem Weg, um ihn zurück in die Klapse zu bringen. Dabei kommt sie gerade selber aus dem Altenheim. Oh ja, da ist sie. Also ich werde euch jetzt mal ein bisschen bekannt machen. Das da, den ihr da seht, diese menschliche Gestalt, das ist meine Schwiegermutter. Ja. Sie muss mir wohl den ganzen Weg bis aus dem Altenheim hierher gefolgt sein, damit ich sie hier endlich raus, damit ich sie da endlich raushole. Schwiegermutter! Hier ist dein Enkel! Schwiegermutter! Wuhu! Schwiegermutter, hey, wie geht's dir? Oh, du hast abgenommen. Siehst stark aus. Diese Augen. Wow, warst du beim Optiker? Schwiegermutter, wo bist du? Schwiegermutter? Na, Schwiegermutter, was willst du eigentlich? Komm, kneif mich noch einmal. Danke. Hm, vielleicht, wenn ich die Kiste so hochhebe, dann sehe ich sie nicht. Vielleicht sieht sie mich dann ja auch nicht. Wundert sich nur, dass die Kiste schwebt. Schwiegermutter... Ich muss noch einkaufen gehen und so. Ich muss noch hier Tampons für dich kaufen. Au! Au! Wieso bist du so schnell? Was hast du genommen? Hast du irgendwie Multivitaminpillen genommen oder hier? Weiß ich auch nicht. Was mache ich denn jetzt? Ja, genau. Das sieht aus wie Tennis, als wenn sie dir gerade Tennis macht. Ich muss sagen, sie hat eine ausgezeichnete Vorhand. Nee, das ist nicht Schwiegermutter, das ist Schwiegerpapa. Heißt das Schwiegerpapa? Versuche ihn abzulenken. Ja, ich versuche Schwiegerpapa abzulenken. Beim nächsten Mal. weiß ich nicht. Mit was denn? Einem Autohäftchen. Kein Schwiegerpapa kann einem Autohäftchen widerstehen. Mit diesen langen, tollen, silbernen Autos mit einem 16-zylindrigen Motor. Ich weiß nicht mal, ob es das gibt. Ich habe keine Ahnung von Autos, aber einem 16-zylindrigen Motor. Diesmal spielt sie wieder Tennis. Ach, Mann. Das Spiel macht mich fertig. Schlecht. Ah! Okay, ich sterbe. Ich nehme es mit Würde. Ach ja, die Klapse. Was der kleine Daniel da alles gemacht hat. Wir können nämlich diese Sachen hier verschieben. Ja, jetzt spielen wir ein bisschen Bob der Baumeister. 100 Rot wie Erdbeeren. Erdbeeren sind lecker. So. Und Pink. Pink wie Barbie. Eine Barbie-Puppe wurde da verflüssigt. Jetzt bauen wir uns einen Regenbogen. Scheiße, jetzt habe ich was vergessen. Chemikalie X! Neben diesem. Oberkörperball! Ich habe ein neues Spiel erfunden. Oberkörperball! Ich bin am Gewinnen. Er hat sogar mal so getan, als wenn er David Copperfield wäre und Dinge verschwinden lassen kann. Magisch. Okay. Ich weiß nicht, was es mir bringen würde, diese Fenster zu zerstören.
Wo ist der Stuhl denn jetzt hin? Hä? Wenn es nur bei David Copperfield geblieben wäre. Lara Croft hätte jetzt einen Schrei gemacht, so. So hätte Lara Croft geschrien, wenn sie jetzt irgendwo in die Tiefe gefallen wäre. Guys. Und ich hüpfe wie der Osterhase. Ich bin ein Geist, der Osterhase. Fürchte dich. Und wenn Daniel selber einmal Angst haben sollte, kehrt er einfach ein wenig in sich zurück. In eine Ecke. Versteckt. Ich bin Porzellan. Ich bin Porzellan, ich bin nicht da. Ich bin eine süße kleine Wolfsfigur. Töte mich nicht. Töte mich nicht, Schwiegermutter. Ich bin süße kleine Keramik. Es hat ja auch seine Gründe, dass er in die Klapse gekommen ist, ne? So ist es ja nicht. Denn er hört Stimmen, die ihn komische Sachen fragen. What's the reason? Why is it so dark? Ja, weil wir im Keller sind. Ertönen. Ja, mir ist auch kalt. Nein, eigentlich ist mir sauwarm, weil meine Hand unter einer Bettdecke ist, damit man das Mausgeklicke nicht hört. Oder hier das Mausgepiepe. Ja, piep, piep, piep. Ich hab mich auch hier hin. Den Korridor herunter. In die Leiche. Gibt es dort noch mehr tote Männer? Nein! Deswegen heißt es ja Leichenhaie, ne? Nein, da gibt's keine toten Leute. Daniel, du bist doch ein kleiner Idiot, ey. Er findet alleine nicht den Weg. Jetzt bin ich verwirrt von... Wo muss ich ihn jetzt hin? Ich hab keine Ahnung. Totale Orientierungslosigkeit. Und er redet mit Knochen. Bone, bleib bei mir. Bitte. Jetzt komm schon. Bone. Nein, Bone? Bone, ach Gott sei Dank, du hast es überstanden. Wir hatten eine wunderbare Zeit zusammen. Ich werde dich nie vergessen. Ich hasse Abschied, also los, geh! Man erkennt seine kranke Psyche im Prinzip daran, wie er mit den Gegenständen in seiner Umgebung interagiert. Adler, das ist stark männlich. Stark männlich. Guckt euch diesen stark männlichen Adler an. Herrlich. Ich kenne auch eine persönliche Krassigkeit, die Sonne. Ich habe Haare an den Beinen. Das ist auch ekelhaft. Aber es ist auch stark männlich. So. Es ist nichts im Brenner, das man anzünden kann. Ich habe nichts, was ich in den Brenner werfen kann, außer mich selbst. Das macht ja lustige Geräusche. Oh Gott, das ist pervers. Ich spiele mit Schwein rum. Leiter hoch. Leiti, leiti, Leiter. Leiter, lied. Ah, die Leiter ist so lang. Was sind das denn? Quallen? Sind das Quallen? Sieht aus, als wenn das Quallen wären. Quallen sind cool. Ach nee, das sind diese Giftpilze. Giftpilze sind auch cool. Irgendwas atmet dahinter. Vielleicht ein Drache. Nur ein Drache kann so viel Rauch erzeugen. Nein, ich hasse es, in Aufzügen zu sein. Ich hasse es, in Aufzügen zu sein. Ich hasse es. Ah, Panik! Irgendwas kommt jetzt bestimmt durch die Decke. Ich wusste es. Aufzüge in Horrorspielen oder generell spielt sie nie toll. Und wenn es mal nicht ganz so läuft, wie Daniel es gerade will, um nach Hause zu kommen, kann er die Zeit beschleunigen oder auch verlangsamen. Oder auch nicht. Sind denn jetzt auch ein Mist? Was? Nein, hier ist keiner. Keiner da. Es ist keiner da. Da waren die Hebel, die haben wir drin. Hier ist Blut. Hin und wieder kommt es vor, dass er dort, wo er aufwacht, nicht nur Blut findet, sondern auch süße kleine Haustiere, mit denen er erstmal spielen will. Hol dir das Leckerli. Ja, ist hier fein. So. Schön. Muss ich gucken.
Und je länger er in diesem verlassenen Schloss nach einem Ausgang sucht, desto mehr will er einfach nur noch raus. Kann ich das Fenster aufmachen und rausspringen? Nein, das ist abgeschlossen, oder? Da oben ist ein Fenster. Ich will raus. Ich will mal ein bisschen frische Luft schnappen. Hier unten stinkt's. Und manchmal ist der Wunsch sogar so groß, dass er es allein durch seine Gedanken und genügend Alkohol schafft, rauszukommen. Irgendwie. Irgendwelche Maschinen zusammenbauen und irgendwas anderes mache. Und mittlerweile irgendwie das Gefühl habe, dass ich... Was? Hä? Was ist denn jetzt passiert? Wo bin ich? Hä? Was? Ich glaube, das darf so nicht sein, oder? Nee, ich glaube, das gehört so nicht. Nee! Mein Arm! Vielleicht, wenn ich springe? Okay, das geht auch nicht. Was war das? Lauf. Hä? Verstehe ich nicht. Auf der Suche nach dem Ausgang stolpert er auch mal gerne über den Hobbykiller des Besitzers. Oh, nett. Das sieht fast aus wie Tine Witt's geheime Folterkammer. Nett. Also ja, mir gefällt die Einrichtung sehr. Könnte ich mir auch sehr gut vorstellen für zu Hause, so für den Hobbykeller. Trifft den im untersten Keller angeketteten, übrigens sehr gesprächsfreudigen Opa des Schlossherren. Kann auch ohne Lampe durch, im Dunkeln, durch an die Tür. Ich töte dich gleich, verdammt nochmal, ey. Und findet eine antike Ruine mit Baumaterialien aus dem Supermarkt. Okay. Und okay. Diese Kugel ist größer, als ich es mir vorgestellt hatte. Ich dachte, es wäre irgendwie sowas, was so in der Hand passt, ne? Schon groß. Aber das sieht schick aus. Wow. Der Durchgang zum Altar ist auf geheimnisvolle Weise versperrt. Sowas nimmt an Kraft fällt. Noch nie von gehört, Danielle. Es ist schwierig, den Namen als Frau auszusprechen. So als Danielle ist es, glaube ich. Ne? Also dann was schaust so du mich Corona eigentlich so an, Alexander? Habe ich einen Schnitzel auf der Stirn kleben? Steht er auf dem Schnitzel drauf, guckt mich an? Oder bin ich auch nackig? Ich guck mal hin nach. Nein, ich habe zumindest einen Kartoffelsack. Ist doch toll. Zumindest nicht wie du. Du siehst aus wie so ein Primat. Total nackig und so. Schlimm. Kommt davon, wenn man einen falschen Ecken und Enden spart. Hier. Friss deinen Sparzwang. Friss ihn. Hat er es dann einmal nach Hause geschafft, liest er erstmal seinen Kindern eine gute Nachtgeschichte vor. Und die Wände brachen unter pulsierenden, nachhallenden Bebern. Alexander bedeckte schnell die Kugel mit einem Tuch und die entsetzliche Szene beruhigte sich wieder. Der Brandstift, der schrie, als er langsam gefällt wurde. Es war nicht schwierig, den Willen des Opfers zu brechen. Sie wollten, dass er stirbt. Aber genauso wie den Quater, wenn die nur mal angetroffen hat. Indem ich ihn an ein Tonikum aus Lähmungsmittel, Lebensessenz und Tamter verabreichte. Die giftigen Pilze sollen... Ja, so sieht bei Daniel der typische Tag danach aus. Nach der Party. Und wenn er nicht gestorben ist, dann tut er das noch heute. Man riecht sich, bye bye. Morgens, 9:30 im Erinnerungsvideoalbum. Scheiße. Aua. Kleine Kinder, die denken, sie würden eine super coole VIP-Einladung zum Mordpool bekommen, um Spielzeug zu testen. Aber da haben sich die kleinen Bäcker geschnitten.